Hallo und einen wunderschönen guten, was auch immer. Heute ist das Finale von Psycho Pinball auf dem Mega Drive beim Flipper Freitag bei eurem Retro-Nutzer. Die anderen drei Tische waren ja mit viel Licht und Schatten, mehr Schatten ehrlich gesagt. Und mal gucken, wie der letzte ist. Wir spielen heute Trick or Treat. Ob der besser ist als die anderen, ob es ein versöhnliches Ende geben wird, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ha, du bist noch da. Super, ein Traum. Dann gucken wir uns das zusammen mal an, ja? Trick or Treat auf dem Mega Drive im Psycho Pinball. Ein Hexenkessel. Ein magischer Baum, ein Kürbis. Okay, 4 Pins, soweit ich das sehen kann. Das ist schon mal nicht schlecht. Magst du was? Geschwindigkeit ist auch okay, aber was er sonst so drauf hat, müssen wir erstmal sehen. Okay, was passiert hier? Wo kommt er raus? Da. Schwarze Katze, Spinne, Hexenkessel, Schlangen. Alles, was so ein Hexchenhäuschen haben sollte, ist da drin. Aber hat das Gameplay auch genug Magie? Ich weiß es nicht. Ach, guck mal da. Gott sei Dank habe ich Kopfhörer auf. Und so hat unsere Katze das nicht gehört, die hier nämlich hinter mir liegt. Sonst würde die nämlich tierisch abdrehen. Die reagiert auf sowas. Ich habe mal ein Game gespielt. Auf dem Uya war das, glaube ich. Da hat man eine Katze in einem UFO durch Labyrinthe gesteuert. Space Cat HD hieß das, genau. Und je nachdem, wie fest man mit dem UFO die Wand berührt hat oder Hindernisse, ist irgendwo draufgestoßen. Also wie hart der Crash war, je nachdem. Desto lauter hat die Katze sich beschwert in dem Spiel. Und irgendwann stand unsere Katze wirklich wie angewurzelt vor dem Fernseher, weil die irritiert war und wusste nicht, wo das herkommt. Fällt mir nur so am Rande ein. Möglichst viel Geister mit A, B, C abschießen. Ah, mein Timing ist nicht gut. Liegt auch daran, dass hier auf dem Emulator A, B, C nicht nebeneinander liegen. Ich spiele das mit der Uya im Emulator und da sind natürlich die Sachen drauf, aber sie sind halt wie beim SNES oder bei allen anderen Controllern heutzutage in einem 2x2-Feld angeordnet, nicht drei nebeneinander. Das macht das A, B, C manchmal ein bisschen kompliziert. Aber das macht nichts. War das erste Mal überhaupt, dass in diesem Psycho-Pinball-Set mal so eine Art Minispiel vorkam. Im Dogmatrix-Display.
Mach nochmal weiter. Dann schießen wir mal ab, ne? Autospiel. Ich frage mich manchmal, ob es sinnvoll ist, Spiele aus den 90ern auf Deutsch zu spielen, wenn man die Wahl hat. Ja, also man kann hier am Anfang die Sprache einstellen. Und manchmal denke ich, man lässt es besser. Man lässt es auf Englisch. Ich benutze ungern die Formulierung schlecht gealtert. Aber ich glaube, auf diesen Satz trifft es schon ein bisschen zu irgendwie. Das war 94, als das rauskam, wohl ganz okay. Wenn es auch spielerisch keine Offenbarung ist. Technisch ist es ja okay. Ist ja alles sauber. Und die Grafik ist nicht unbedingt schlecht, wenn auch ein bisschen schlicht. Aber ich sag mal, Flipper an sich, auch auf dem Computer, haben sich weiterentwickelt. Das ist so ein bisschen, wie wenn man in Pinball Arcade so ein Früh-70er Flipper spielt. Das ist zwar nostalgisch unheimlich gut, ja, aber von der Spielmechanik eher langweilig. Und eigentlich nur was für Freunde der entsprechenden Tische. Und hier empfinde ich das so ein bisschen so ähnlich. Das ist nicht wirklich schlecht, aber es ist auch nicht wirklich gut. Also ich finde, der Unterhaltungswert hält sich echt in Grenzen. Der zweite Tisch, der Erbiss-Tisch, der war gut. Der war groß, der war schnell. Da war ein bisschen was los, der war okay. Aber irgendwie alle anderen, die haben vielversprechende Ansätze, aber es ist nicht irgendwie konsequent zu Ende entwickelt worden. Ja. Hier, atmosphärisch ist das okay. Animationen im Dot-Matrix-Display und so. Das ist alles cool. Das ist alles schön gemacht und zeitgemäß. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Sagt ihr mir doch mal, was ihr denkt. Ja? Weil ich bin ja nun auch nicht unbedingt der Crack im Mega Drive. Ich habe es im Mega Drive immer lieber gemacht als das Super Nintendo, weil ich einfach ein Sega-Kind war. Aber ich hatte ja lange Zeit gar keins. Ich hatte ja hauptsächlich ein Game Gear. Und deswegen bin ich mit der Mega Drive-Bibliothek nicht so vertraut. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das ein Highlight? Ist das ein gutes Spiel auf dem Mega Drive gewesen damals? Gibt es Leute, die da angenehme oder geradezu epische, legendäre Erinnerungen dran haben? Oder ist das ein mäßiger Titel? Also, rein vom Gefühl her würde ich sagen, das ist so Durchschnittsware. In einem Videospielemagazin hätte das wahrscheinlich so eine 70 bekommen oder so, wenn man nach Prozentzahlen geht. Oder eine 69. Aber mehr auch nicht, glaube ich. Ich werde immer schlechter, merke ich gerade. Das ist ja nicht gut. Gucken. So kann man das ja nicht stehen lassen. Einen machen wir noch.
Und es gibt da noch was ich auf dem Herzen habe. Was ihr mir mal sagen könnt, Leute, die das Spiel vielleicht besser kennen. Ich habe mich nicht getraut, es vorher zu erwähnen bei den anderen Tischen, aber ich habe beim Attract Mode gesehen, es gibt da wunderbare Minispiele, so Subgames. Die laufen im Demo-Mod durch. Wie zum Henker löse ich die aus? Wie komme ich da rein? Ja, weil die sehen gut aus. Das ist bestimmt auch nicht super anspruchsvoll, aber ist halt abwechslungsreich. Und ich wüsste gerne, wie ich da hinkomme, aber ich habe es nicht mal ansatzweise anscheinend geschafft. Ich habe keine Andeutung gesehen. Ja, von wegen noch zwei, was auch immer, bis zum Minispiel, bis zum Bonus. Nix. Gar nichts. In allen vier Tischen nicht. Habe ich es nicht gesehen oder war es wirklich nicht da? Was muss ich machen? Bitte sagt mir das mal. Weil dann wird das Spiel vielleicht in meiner Empfindung doch noch etwas besser. Ich habe gerade so in den ganzen anderen Tischen, die ich gemacht habe, die Minispiele hatten, empfand ich das immer als große Bereicherung. Hey, ich habe einen PC Engine Tisch gemacht, wie hieß der? Alien Crush? Da waren die Minispiele fast besser wie der Flipper. Ja. Also zumindest optisch. Ja, mal sehen. Aber es kann ja auch nicht immer alles gleich gut laufen. Ja? Also, ich weiß selber, dass ich nicht der talentierteste Spieler bin. Ich bin auch nicht der, sag ich mal, Spieler mit dem größten Ehrgeiz, der sich jetzt stundenlang hinter irgendwas klemmt und forscht, wie es geht. Im Gegenteil, ich bin oft auch relativ früh frustriert, wenn etwas nicht so läuft, wie ich das will. Aber trotzdem muss es doch einen Weg geben, diese Minispiele freizuschalten. Wo sind die? Ich bitte euch, mir das zu sagen. Naja, ich glaube, das war's jetzt. Ne, nee, bald zwei. Okay, einen. Alles cool. Wenn man nicht nachguckt. Ja? Ich habe das Spiel nur als Modul ohne Packung und ich habe auch gedacht, na ja, komm, was willst du denn bei einem Flipper groß googeln? Aber eine Anleitung wäre vielleicht doch ganz gut. Zumindest auszugsweise. Das fällt mir natürlich sehr spät ein, aber das macht nichts. So, das war also Psycho Pinball auf dem Mega Drive. Vier Tische. Einer davon war richtig gut für mein Empfinden. Die anderen waren so lala. Wenn ich irgendwas übersehen oder ausgelassen habe oder vergessen habe oder nicht gut genug war, könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Ich bin da immer sehr dankbar für, weil ich spiele diese Spiele ja nicht nur zum Videos machen, sondern auch, wenn sie mir gefallen, spiele ich sie gerne weiter, wie ihr wisst. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eure Kommentare, bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video bleibe ich, euer Alex, und ihr seid die Geilsten. Ciao, ciao!